So, sagen wir mal, Jens, wie schmeidig da ein PKW weggedrückt. Weggedrückt, du bist auf dem drauf gewesen. Ja, das passiert halt mal. So, mal gucken. Was meinst du, wie oft das schon passiert ist, dass ein LKW-Fahrer mit seinem Auflieger an einem parkenden PKW hängen geblieben ist und den mitgeschleift hat, ohne dass er es gemerkt hat? Oh, tja. Das ist schon ganz oft passiert. Aber weißt du, Arjav, mach dir da einen Strauß, wenn die da so dämlich reagieren. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. So, wir sind immer noch Level 4. Wir sind noch Neuling. Das wird wahrscheinlich auch mit Level Aber 99 noch so sein. Wir haben ja zusammengefahren 26.549 Euro. So, der Uwe wollte noch was sagen. ich wollte gerade sagen, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal recht gut Geld angeschöpft. Ich glaube, du müsstest jetzt bei den knapp 100.000 sein. Wir haben jetzt insgesamt 105.675 Euronen zusammengefahren. Das ist nicht schlecht. Das feiere ich jetzt gerade sehr. Ja, das heißt, wir kommen uns in den LKW immer näher. Das ist doch geil. Du weißt, So, Gani. wir werden zusammen unseren ersten LKW kaufen. Du wirst bestimmen, welcher LKW es sein wird, welche Farbe der haben wird und so weiter und so weiter. Das kannst du alles bestimmen. Unser erster LKW ist dein LKW. Und ja, bald ist es soweit. Wir haben 105.000 Euro. Ich würde sagen, wir fahren noch gute 100.000 Euro zusammen. Genau, wollte ich auch gerade Und sagen. wenn wir die dann haben, dann kommt der erste LKW. Ja, unser Paddy hat ja schon gesagt, er wünscht sich einen Scania in Pink. Vielleicht hat ja der Arjav auch noch eine Idee, was er als ersten LKW gerne haben möchte. Oder der Uwe 100. Oder wer auch immer das hier verfolgt, kann seinen Tipp abgeben. Oder seinen Wunsch. Nicht sein Tipp, sein Wunsch. Also, Sein Wunsch. wenn wir schon dabei sind, dann hätte ich jetzt einen. War den DAF XF 105, also den Euro 5 DAF, in Schwarz. 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 So, ich will jetzt Ja. aber hier großartig weitermachen. Gani, ich muss mich leider verabschieden. Ja. Trotzdem danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gern, mein Freund. Das ist der Uwe 100. Ich verabschiede mich. Sorry, dass ich jetzt leider gehen muss, aber ja, es wird jetzt mit der Zeit nämlich sonst etwas knapp hier. Okay, wir hören uns dann, denke ich mal, höchstwahrscheinlich heute Abend nochmal im TS. Schreib mich einfach an. Mach ich. Und ja, da wünsche ich dir noch. Ich wünsche Ja, dir vor allem viel Spaß an alle und wir was. hören uns, ne? Das werden wir haben. Dann macht's gut. Ciao, Bis ciao. dann bei. User So, disconnected from your channel. das war der Uwe 100. Und ich bin jetzt immer noch im TS und drück mir die Daumen, dass jetzt niemand von den Wuiderern ins TS kommt. Weil die spielen alle kein ETS 2. Jedenfalls nicht so wie wir jetzt hier. So, drei Touren haben wir jetzt gefahren. Die nächste Tour steht schon ins Haus. Oh, so fast. SCS? SCS? So, wir gucken mal. Mercedes, ich fahre überhaupt nicht gerne Mercedes. Dann doch lieber, also mein Favo hier bei ETS 2 ist immer noch der Volvo. Und da ist der Uwe aus dem Chat. Ne, Quatsch, aus dem TS in dem Chat. So, wir schauen mal. Da haben wir, guck mal, hier haben wir. Ach du liebes bisschen.
Da ist ein Petersilie. Guck mal. Petersilie ist da. Den hatte ich bis heute. Musste den dann mal verkaufen, weil meine Werkstatt konnte ich auch noch nicht ausbauen. Meine Werkstatt? Nee, Quatsch, meine Garage. Ich würde sagen, wir fahren Berlin-Trelleborg. Was meinst du? Vorratstank 11 Tonnen. Und den fahren wir mit Petersilie. Wollen wir das machen? Wollen wir mit Petersilie fahren? So einfach ist das nicht. Ja, Uwe, ciao. Bis dann. Schön, dass du da gewesen bist. Ich würde sagen, wir fahren mit Petersilie nach Trelleborg von Berlin startend. Mensch, ich habe vorhin das Fenster hier zugemacht. Ich gehe hier ein wie eine Primel. Das ist so bärstig warm. Oh, Nordafrika. Ja, würde ich auch gerne fahren. So. Wir gucken uns mal unser Petersilie an. In Schwarz. Ich hatte den bis heute denselben gehabt. So. So. Aber meiner war irgendwie bunter. Viel, 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 viel bunter. Da habe ich noch ganz viel Licht dran gebaut. Das ist schon eine geile Karre. Das ist schon echt nice. So. Gut. Verlassen wir jetzt Berlin und ruckeln in Richtung Trelleborg. Das, was bei dem hier sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, diese lange Schnauze. Und ich habe manchmal echt arge Probleme gehabt, richtig rumzulenken hier. So. Okay, da ist alles grün. Ah, fuck. Jetzt lese ich hier gerade den Chat und fahre fast in die Leitplanke. Oh, cool. Würde ich auch gerne fahren. Ich feiere auch diese Dings hier. Ah, fuck, wir müssen ja da rüber. Ich muss hier rüber. Mann, du blöder PKW. Ich muss hier rüber. Alter. Ach, ich. Es ist ja. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ach so, ich feiere auch diese Australien-Map sehr. Ich habe da mal ein Let's Play zugesehen. Da ist jemand da im Outback unterwegs gewesen. Ah, ich fand das einfach nur genial. Aber leider ist die Australien-Map wohl mit der 1.23 nicht mehr kompatibel. Huch. Wir versuchen natürlich heile anzukommen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ah, ich finde den schon echt geil hier, den LKW. Meiner, der hatte ja 6 Achsen. Aber hier haben wir ja Gott sei Dank noch eine gute Auffahrt. So. 23:49 sollen wir denn da sein? So, ich werde mal die Spur wechseln. Alter, du hast es doch gesehen. Du hast es doch gesehen. Du warst doch echt noch weit genug weg. Also die KI, die ist wirklich doof wie Russlands Kühe, ganz ehrlich. So.
Ja, heute habe ich es auch nicht mehr geschafft, in den Garten zu kommen. Ich wollte so gerne. Aber dafür werde ich das Wochenende wahrscheinlich im Garten verbringen. Vielleicht von Sonntag zu Sonntag mal sehen. Ne, morgen vielleicht noch ein, zwei Stündchen da ein bisschen puddeln. Jetzt nach dem Regen wird ja wieder das Unkraut wieder sagen, ja, ich will wachsen. Und diese verfluchten Pusteblumen. So, wir überholen alles Mögliche hier. Allen und jeden. Weil wir wollen ja Erster sein. Erster. So. Unser LKW, der ist schwarz. Habt ihr ja schon gesehen. Ja, der hat schwarz gesagt. Ja, er hat schwarz gesagt. Schwarzer LKW. Gibt es eigentlich noch die Afrika-Map, Archef? Jetzt für die 1.23? Kann man die sich noch irgendwo runterladen? So, in der Kurve mal schön viel Gas geben. Bleifuß. Upsala. So. So, Reisebus lassen wir hinter uns. Der Reisespeisebus. Schönes Wetter haben wir auch. Was wollen wir mehr? Ja, mit der Musik hat es heute wieder nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wirklich nicht, woran das liegt. Das war ja am Dienstag auch schon so der traurige Fall. Jedes Mal, wenn ich das Radio gestartet habe, dann war der Ton gänzlich weg. Hatte ich keine Motorengeräusche, nichts, gar nichts mehr. Und heute auch wieder. Ist das TSM-Map? Ja, ist da Afrika mit bei? Und TSM, da ist Russland auch mit drinne, ne? So, immer schön in der Mitte bleiben. Denn da hinten sind schon die nächsten Schleichfahrer. Die ist aktuell noch nicht. Ach, wurde. Ah, okay. Das wäre echt cool. Ah, Mensch, bleib doch. Du siehst doch, dass ich hier rüber will, Mensch. Na, da freue ich mich ja schon drauf. Das ist ja cool. Vielleicht kommt ja denn die Australien-Map ja auch nochmal. Für die 1.23. Das wäre ja echt nice. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Muss man sich dann halt entscheiden für die TSM-Map, wo denn, was weiß ich, hier Afrika und Russland drauf ist? Oder ist Australien dann da auch mit drin? Oder wie läuft das? Oder kann ich denn sagen, okay, ich spiele jetzt mal Australien, die Map? Weißt du, oder gehe dann halt auf die andere Map, dass ich jetzt zwei Maps irgendwie zur Verfügung habe?